Scheiße. Das ist ein Schiffsfriedhof. Vielleicht kommen wir hier runter. Ja. So sicher wie alles auf dieser Insel. Hey, wir kommen Ihnen näher. Oh, Mist. Da. Das ist Sam. Ja. Komm, wir müssen zu ihm. Ich muss irgendwie zum Strand. Je größer sie sind, desto schwerer sind sie auszuschalten. So mag ich das.
okay? Yeah. Hey, hier können wir durch. Der Fall. Das ist gut, dich zu sehen. Ja, was hältst du davon, von diesem Strand zu verschwinden, hm? Ich bin dafür. Hast du mein Feuerzeug? Ja! Unsere Freunde sind zurück! Puste die Dreckskerle weg!
Ein Söldner hatte noch eine Panzerfrau. Vielleicht bist du schrott. Hier bin ich beschützt. Sind vorbei.
Vergnügen! Gott und die Freiheit, Arschloch! Als Gedanke klang das besser. Gut gemacht, Junge! Ja, danke für die Hilfe. Komm hier rüber, ich hol dich da raus! Ja, bitte. Schön, dich zu sehen. Ja, gerade noch rechtzeitig. Naja, ich hatte sowieso nichts Besseres zu tun. Ja, nein, wir müssen noch Sam und Elena finden. Hey! Hey! Bist du okay? Ja. Wir haben die Explosion gehört, wir dachten... Ja, das war der Kerl. Du hast ihm wieder den Arsch gerettet? Natürlich. Wie geht's dir? Gut, gut. Ein paar Mal war's knapp, aber... Er hat's rausgerissen. Hey. Hey. Oh, schick. Oh. Eine Kugel hat mich gestreift. Ja. Du? Eine Klippe hat mich gestreift. Und Rafe? Er hat seine Leute direkt in eine von Averys Fallen geführt. Schlau. Hey, hör mal. Wegen dieser Alcazar-Geschichte. Wir reden später darüber, ja? Wo lang? Zum Strand, anderer Seite der Stadt. Okay. Gut, ich hoffe, der Krawall hat keine schlafenden Hunde gefressen. Ich weiß. Whoa. Sorry. Was haben wir vor? Was glaubst du? Wir hauen so schnell wie möglich ab. Klar, das könnten wir tun. Oder wir gehen in diese Richtung. Das ist eine Abkürzung. Abkürzung wohin? Zu Averys Schatz. Oh, wow. Immerhin muss Rafe ganz außen rumlaufen, aber wir könnten... Scheiß auf Rafe. Hey, Victor, bei allem Respekt, vielleicht... Du weißt einfach nicht, wann Schloss ist. Wir sind alle aus demselben Grund hier. Stimmt's? Wir sind nicht wegen deines Schatzes gekommen. Wir sind deinetwegen gekommen. Und dafür bin ich euch dankbar. Ehrlich. Aber es läuft doch. Und wir liegen in Führung. Im Moment. Wir schaffen das. Nathan, komm. Hm? Sieh dich um. Okay. Avery hat jedes Schiff auf dieser Insel versenkt. Und wieso? Weil er besessen davon war, seinen Schatz zu behalten. Ganz genau. Egal, was es die anderen um ihn herum kostete. Weil er nicht wollte, dass ihm jemand folgt. Weil er abhauen wollte. Sieh dir das an. Okay, das ist seine Karte der Insel. Okay? Das ist sein Schiff, direkt da, unter diesem Berg. Genau da liegt unser Schatz. Und genau dorthin ist Rafe gerade unterwegs, während wir hier rumstehen und uns zanken wie Kinder. Was, wenn er die Insel schon verlassen hatte und sein Schiff mitten im Ozean gesunken ist? Dann finden wir heraus, wo es gesunken ist. Oh, Mann. Wie lange jagen wir diesen Traum schon, hm? Du und ich. Nichts gegen die beiden, aber... Die verstehen's nicht. Doch, Sam, tun sie. Tun sie wirklich. Okay. Glaub mir, sie haben diese Art von Besessenheit schon erlebt. Wir sind nicht mehr diese Jungs. Nicht mehr. Und wir müssen nichts mehr beweisen. Wo ist das Flugzeug? Gleich da lang. Ist es weit? Nicht wirklich. Nur durch diese Hafenstadt. Was, wenn Shoreline am Flugzeug auf uns wartet? Tun sie nicht. Und was macht dich da so sicher? Weil sie auf dem Weg zum Berg sind. Zum Schatz. Hier lang. Geht
ganz schön tief runter. Wie bist du hergekommen? Ich bin ein paar Mal runtergesprungen, aber wir müssen uns wohl einen anderen Weg suchen. Ich bin von da runtergesprungen, aber ich komme nicht mehr hoch. Ja, vielleicht gibt es was, das wir drunter stellen können. Hilf mir mal, Sam. Okay. Jemand einen Ausweg? Hey Leute, hier durch. Wir kommen näher. Ich kann es kaum erwarten, wieder in meinem eigenen Bett zu schlafen. So nah und doch so weit. Wow, schaut euch das an. Es ist eine Art Seilbahn oder so. Meinst du, sie funktioniert noch? Keine Steuerung, aber ich wette, ich kann die Plattform mit meinem Seil hier ziehen. Was zum Henker machst du da, Junge? Weiß ich noch nicht. Vielleicht kannst du die Plattform da unten abziehen. Ich hab eine Idee. Nathan, hilfst du mir mal? Okay. Okay, Victor, kannst du mir kurz helfen? Klar. Na los, Nathan. So, wir halten ihn fest, du springst rüber. Ja, lass mich aber nicht fallen, ja? Verlockend, aber nein. Naja, vielleicht. Geschafft! Okay, wir sind soweit. Ist diese Technik ziemlich beeindruckend. Das ist noch gar nichts. Du solltest die Aufzüge suchen. Sie haben Aufzüge. Oh. Festhalten! Alles klar bei euch? Ja, die reinste Achterbahn. Komm hoch, Nathan. Okay, Nathan, du kletterst hoch und ich greif dich. Yeah.
zurück! Oh, Scheiße! Los, spring schnell! Hey, gib mir die Hand! Scheiße! Gott sei Dank. Sam! Nochmal. Sam, komm schon! Komm, spring einfach, ich fang dich! Na los! Nein. Nein, nein, denk nicht mal dran, okay? Sorry, dass ich dich da reingezogen hab. Euch alle. Hey, das ist alles nicht mehr wichtig, okay? Spring jetzt! Ich muss das zu Ende bringen, Nathan. Sam, hey, wenn du das jetzt tust, werde ich dir nicht hinterherrennen. Kapiert? Tut mir leid. Sam! Sam! Oh, blöder Sturer. Er lässt es drauf ankommen. Ach. Er wird sich noch umbringen. Ach. Na komm. Sie hat wahrscheinlich recht. Klar hat sie das. Gehen wir. Retten, dann hau ich ihm eine rein. Okay, kümmern wir uns erst darum, wie wir ihn retten. Was denkt ihr sich eigentlich? Ich meine, nach allem, dass wir... Reicht das denn nicht? Lasst ihn uns einfach finden. Damit kommen wir über die Mauer. Komm schon! Warte, wir helfen dir. Fertig! Ich hab's. Okay. Okay, siehst du? Das wird dich halten. Nate, los. Ich hab's. Los! Mist. Los. Gott, verdammt. Und wie zum Teufel sollen wir da jetzt drauf kommen? Uns bleibt nicht genug Zeit. Nate, nein, nicht ganz allein. Hör zu, ich komme gleich zurück, okay? Er wird nicht ohne Kampf hier weggehen. Dann kämpfe ich mit ihm, wenn es sein muss, aber so oder so, ich hole ihn zurück. Bring das Flugzeug so nah an den Berg ran, wie es geht. Und dann nichts wie weg hier. Also das Übliche, ja. Das ist nicht fair. Hä? Herr Abwasch, du bist dran. Und weh dir, du kommst nicht zurück. Ich liebe dich. Ich dich auch, Cowboy.
Was ist das? Fußspuren. Sam! Ja, verdammt. Ich bin sicher, er ist schon über alle Berge. Mal zu dem gruseligen Berg, Sam retten und dann nichts wie weg hier. Ja, morgen werde ich über all das lachen. Dann mal los. Zurück auf der Spur. Die Fußspuren enden hier. Oh, komm schon, wo ist der hin? Mehr Fußspuren. Naja, immerhin bist du nicht abgestürzt. Das ist gut. Jetzt kann ich dich noch umbringen. Was ist das? Oh, das ist Bernds Enkel. Knapp daneben ist auch vorbei, Kumpel. Hattest es fast geschafft. So ein Mist.
mehr Fußspuren. Tja, dann mal rein. Hey Sam! Das ist schwerer, als es aussieht. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich hab's geschafft.